Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und spiele Horizon Zero Dawn im Stream. Wo haben wir gestern aufgehört? Ach ja, nach diesem Panorama-Ding. Ach Gott, das war vielleicht nervig. Grafikkarte ist immer noch kaputt. Deswegen suchten wir jetzt einfach Horizon komplett durch in einem Stück. Naja, so weit wie es halt geht. Bis heute Abend haben wir Zeit. Ich überlege gerade, wo ich jetzt hingehen soll. Warte mal, wir schauen mal, ob wir noch Nebenquests haben. Und dann machen wir das direkt so weiter. Aber nicht diese blöde Nebenquest mit dem komischen Viech. Was, eine Sauerkraut-Shiva? Das hört sich irgendwie eher nach Blähungen an. Sag das nicht! In fremden Landen. Warte mal, was ist denn damit? Aber das ist Stufe 18. Da die Brutstätte könnte ich noch machen. Pfui! Ja, Entschuldigung! Die Tutorials sollte ich vielleicht noch machen. Du hast eine starke neue Waffe erlangt. Den Scharfschussbogen, irgendwas von Munition abfeuern kann. Diese Kampfherausforderung sollte ich den Umgang damit lernen, dein Können zu verbessern. Erledige Wächter mit Präzisionspfeilen. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal das, würde ich sagen. Oh, ich muss Pfeile herstellen. Welches ist denn der Präzision? Ah, das ist der hier, ne? Wann wird denn die neue kommen? Hast du da eine Einsicht, wie weit der Status der Bestellung ist? Ach du, gestern stand da irgendwie, dass sie lagernd ist. Dann stand in meinen Bestellungen plötzlich, dass sie erst am 5.9. verschickt wird. Und jetzt heute steht, Zahlung erhalten, Grafikkarte lagernd. Ich habe keine Ahnung, was jetzt eigentlich ist. Sammle erstmal ein bisschen Sachen. So. Nehme ich für unterwegs mit. Und jetzt gucken wir mal nach Wächtern, die wir erledigen können. Ah, guck mal. Verdammt. Nein, nicht weglaufen. Ja, und der greift mich an, natürlich. Shit. Nee. Das war eine schlechte Idee. Oh Gott! Ey, wo kommst denn du auf einmal her? Ich kann den gar nicht so einfach erledigen, sehe ich gerade. Da wäre so ein kleiner gewesen, weißt du? Den hätte ich killen können, aber nein. Was hast du sie denn bestellt? Aber kenne ich zu gut, sowas hatte ich auch beim Händler, war mega verwirrend. Ja, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil ich will jetzt eh Horizon erstmal durchspielen, deswegen ist das schon okay. Bei Mind Factory habe ich sie bestellt, da habe ich nämlich die alte auch bestellt. Und weil sie kaputt gegangen ist, innerhalb der Garantiezeit, bekomme ich halt einen Zeitwert sozusagen von 230 Euro. Und deswegen habe ich sie jetzt wieder da bestellt, weil... Wenn die nämlich wieder kaputt gehen sollte, jetzt die neue, innerhalb der Garantie, dann würde ich ja wieder einen Zeitwert bekommen und das finde ich eigentlich echt cool. Nur deswegen konnte ich mir die jetzt kaufen. Und wegen euren Donations. Das war echt so das Zusammen einfach. Sonst hätte ich es jetzt gar nicht gepackt, irgendwie mir die zu kaufen. Das werde ich noch brauchen. Om nom nom. Verknusst? Was? Verknusst? Hab dann sogar mal eine Mail geschrieben und um nachzufragen, damit ich Klarheit habe, damit ich daheim bin, wenn sie kommt. Ja, ich habe sie ja jetzt erst vorgestern Nacht bestellt. Das passt schon.
Und mir macht Horizon gerade so viel Spaß. Ich schaue jetzt gerade, wenn ich jetzt hier durchgehe. Jetzt steht da auch wieder, begib dich nach Meridan. Der hat das gar nicht mehr drinnen, meine Quest. So. Ja, ich denke, wenn ich hier durch... Ja, ich glaube, wenn ich hier durchgehe, dann komme ich schon wieder in die neue. Habe ich noch so ein Schnellreisepaket? Ich kann gerade gar nicht reisen. Oh. Aber ist ja auch nicht gerade Sinn der Sache, dass eine Karte kaputt gehen sollte innerhalb der Zeit. Ja. Das ist richtig. Aber ich bin froh, dass ich trotzdem noch was bekomme dafür. Ich meine, das ist halt jetzt so, ne? Kaputt, kaputt. Dafür kommt jetzt eine bessere. So. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen außen rum. Damit ich nicht gleich wieder alle Wächter auf einmal habe. Hallo, wer war los? Hallo. Hallo, wer war los? Das ist lustig. Morgen. Wenn ich bedenke, ich habe meine GeForce 79 schon 4 Jahre und das wird es bei mir, aber eben als für eine neue. Ja. So viel zum Thema Sicherheit. Ja, ganz toll. Ich gehe jetzt da irgendwie außen rum. Der ist ja eh beschäftigt mit sich selbst. So. Schau mal, wie viele da sind. Jetzt bin ich in irgendein komisches Loch gefallen. Scheiße. Da kommt noch ein DLC zu Horizon? Wusste ich gar nicht. Aber klar, ich würde dann schon das DLC auch spielen. Ich wusste nur gar nicht, dass da eins kommen wird. Ich versuche mich immer gar nicht über Spiele zu informieren, die ich gerade spiele oder noch spielen möchte. Damit ich mich nicht aus Versehen spoiler. Du bist am Ende. Natürlich kommt der Fette wieder. Ist ja klar. Lass mich in Ruhe. Da kommt er doch nie hinterher, oder? Hoffe ich. Ja, der Fette nervt mich echt. Ich bin ihn losgeworden. Todesmutig. Das war schon ein bisschen krass. Hier sind auch welche, ne? Warum ist das hier so rot? Ein verdorbenes Langbein. Ich bin in dieser verdorbenen Zone. Deswegen ist es so rot. Die sind ja heftig. Sag mal, wo kann ich denn hingehen, ohne dass ich nicht gleich umgebracht werde? Warum mutig? Ich springe immer von der Klippe. Da kannst du echt froh sein. Ich bin froh, einen Kumpel zu haben, der einen PC-Handel hat und auch PC repariert. Da spare ich einiges an Geld und zahle die Hälfte für eine Graka. Ja, das ist doch cool. Das DLC wurde ja auf der E3 angekündigt. Ja, aber immer wenn Sachen gekommen sind über Spiele und so weiter, die ich eben
noch spielen will oder die ich halt noch nicht kenne, habe ich halt den Ton ausgemacht. Ich bin da knallhart. Ich will mich nicht spoilern lassen. Ich hasse Spoiler. Das macht mir so das Spiel kaputt. Und es könnte ja halt was vorkommen in dem DLC. Es könnte ja irgendwas gemacht, gesagt werden. Komm, kann ich hier runterspringen? Nein. Also zu tief kann sie nicht fallen. Ja. Wüsste Bescheid. Ja, die Viecher hier nerven mich gerade ein bisschen. Dezent. Ach nö. Der peilt's gar nicht. Siehst du, jetzt läuft der nämlich weg. Und dieser Fette, der sucht mich jetzt. Ich glaube, der ist schon da. Ich renn dann mal. Tschüss. Verdammt. So viel dazu, dass ich eigentlich nur ein kleines Tutorial machen wollte. Das ist echt krass. Ich check's gerade gar nicht, wieso der mich mit einem Schlag killen kann. Und ich bin doch da gestern auch schon durchgelaufen. Hier sind ja extrem viele. Ich schau mal kurz auf die Karte. Nee, hier ist keine verbotene Zone. Die ist hier. Guck. Verdorben. Hier ist die nicht. Schnellreisen nicht möglich. Warum nicht? Ich könnte den Weg gehen hier. So. Dann muss ich nicht an den allen vorbei. Schauen wir mal, ob das wirklich so einfach geht. Vielleicht ist es auch nachts einfach schlimmer. Hui! Ich war nie auf mich allein gestellt. Ah, guck mal. Roba kommt. Roba kommt. Textdatenpunkte Welt. Roba, bald auch in Ihrer Nähe. Dieses Sonderangebot gilt exklusiv für Druckwert-Senfempfänger. Senfempfänger? Empfänger. Wussten Sie schon, dass Roba Amerikas führende automatisierte Brauereibar eine Filiale in Ihrer Nähe öffnet? Unsere Filialen in Boston, Chicago und St. Louis sind landesweit für ihre köstliche Auswahl an Craftbieren, kunstvollen Interpretationen, klassischer Kneipensnacks und freundlichen Roboterbedienungen bekannt. Warum sollten Sie Ihr Geld für Trinkgelder ausgeben, statt es selbst zu vertrinken? Machen Sie diese Nacht in unserer neuen Filiale in Druckwert-Empfängerort zu einer Roba-Nacht und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre Rechnung. Senfempfänger. Ah, geil. Der Senfempfänger. So, wir gehen jetzt außen rum, damit wir nicht durch dieses Gebiet gehen müssen mit den komischen Viechern.
Obwohl ich glaube, dass ich da gestern auch durchgelaufen bin, aber. Komme ich darüber? Ja. Ich brauche nochmal die Karte. Ah ja, ich glaube, ich bin nämlich auch von der Seite gekommen gestern und nicht von der hier. Deswegen. Okay, wir gehen einfach mal hier runter, eben zurück. Da sind ja sowieso die leichteren Quests, weil da kommen wir ja her. Und machen unsere lustigen Tutorial-Quests noch. Die habe ich irgendwie verplant zu machen. Und ich bin Level 15, das ist Level 8. Das sollte also gut machbar sein. Es tut mir leid, das ist die Spülmaschine. Bestimmt hat man das jetzt gehört. Aber ich musste sie heute anmachen. Ich musste sie heute einfach anmachen. Kann ich da nicht schon runter? Ja. Lagerfeuer entdeckt, wo? Wahrscheinlich viel weiter weg noch. So, hier ist es, das Lagerfeuer. Cool, ist noch neu. Ja, machen wir den. Ja. Weiß eigentlich zufällig jemand, wie viele Spielstunden das Spiel ungefähr hat? Also jetzt nicht genau, aber so ungefähr. Ja. Okay. Es müssen wohl auch Wächter sein. Was bist du? Ein Truthahn! Wir haben einen Truthahn gefunden. Da hinten läuft was. Plünderer. Ich brauche aber Wächter. Der schnellste Weg nach unten. Hui! Fuchs, und was ist das dahinter? Ja, überall diese fetten Maschinen halt, ne? Jetzt hat mich einer gesehen. Ah! Ich bin gar nicht da. Es sind halt auch schon wieder drei. Ha, ich brauche einen Wächter. Okay, einmal hier durch. Wo bin ich jetzt? Ich bin auf dem Weg zu dieser Jägersiedlung. Die hat sogar ein Ausrufezeichen. Ich würde sagen, die steuern wir jetzt einfach mal an. Und ja, das ist die Frage. Nehmen einfach mal die Quest an und schauen mal, ob wir noch was anderes machen können. Ob wir halt noch den Wächter finden hier. Kleine Maid, ich bin Gera. Ich betreibe diesen geselligen Ort. Schön, was du draus gemacht hast. Hast du was auf dem Herzen? Bei Öffnung der Kaja-Festung erfuhr ich, dass mein Mann mich gesucht hatte. Doch nur die Nachricht erreichte die Festung. Er nicht. Mhm. Du hast einen Mann? Kendert, hab ihn beim Armdrücken gewonnen. Ich ließ ihn zurück, als ich das Anrecht verließ. Ein paar Metallverkäufer sind ihm an der Brücke am Blendbruch begegnet. Und wie du so auf dem Wind gleitest, kleine Maid. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich ihn. Aber willst du, dass er dich findet?
Kennst du das, wenn man morgens aufwacht und einem alle Antworten fehlen? Trotzdem gehe ich jetzt zur Festung, um Vorräte zu holen. Viel Glück auf deinen Reisen. Das bedeutet, wir müssen auch mal gucken, ob wir den finden. Brücke am Blendenbruch. Blendenbruch? Blendbruch. Das hier wäre ganz nah. Ich würde sagen, wir machen mal das. Und falls wir auf dem Weg einen Wächter sehen, dann switche ich schnell die Quest. Ich glaube, das ist ganz gut. Gibt es hier noch irgendwas anderes? Das ist schon ein bisschen frivol, oder? Wieso? Was tut er da? Was tut er da? Kann ich hier noch mit jemandem reden? Ist hier... Ah ja, da ist ein Händler. Da oben. Oh, wunderbar. Circa 40 Stunden, aber kommt halt auf die Spielweise an und wie oft man stirbt. Ja, ich möchte halt immer gerne Sachen machen, die eigentlich noch nicht, wo ich noch nicht das Level zu hab. Das ist halt mein Problem. Ich denke immer, das wird schon irgendwie gehen. Aber ja. Fallen und Tränke. Ach, da steht's. Ich habe 2 Stück. Feuerwiderstand. Habe ich 5, 4, 2. Aber die kann ich ja auch alle selber herstellen, ne?